Hallo, grüß dich. Hi, grüß dich. Da, wo derzeit noch der Teppich unserer neuen LT1-Redaktion liegt, wird bald Alexander Eders Bühne sein. Zu Silvester am 31. Dezember spielt der junge Musiker ein Privatkonzert. Vom LT1-Studio direkt nach Hause in die Wohnzimmer. Für den The Voice of Germany-Kandidaten auch eine ganz neue Erfahrung. Wir sind richtig, richtig aufgeregt. Und ich glaube, wir werden da was richtig Cooles zusammenstellen für Silvester. 2018 stand der damals 19-Jährige bis im Viertelfinale vor der prominenten Jury bei The Voice of Germany. Das war sein musikalischer Durchbruch. Vor einem auf dem anderen Tag ist man auf einmal eine Person in der Öffentlichkeit. Und ja, war für mich der Karrierestart und ich bin einfach nur mega happy. Zwei! Wie wir das erste Mal fortgegangen sind nach der Ausstrahlung von der Blind Audition, habe ich locker 200 Bilder gemacht und ich habe das halt total lustig gefunden und bin da auch sehr zugänglich, was das betrifft. 2 Jahre später, nach der Castingshow, also genau jetzt, hält er sein eigenes erstes Album in den Händen. Schlagzeilen. Alle guten Dinge sind zwei. Ja, alle guten Dinge sind zwei. 2 Wochen nach der Veröffentlichung ist es bereits auf Platz 8 in den Ö3 Top 40 Charts. Es ist ein Lebenstraum, was in Erfüllung geht. Also, wenn man da anfängt im Studio zu arbeiten mit den Musikern und mit dem Produzenten und wenn man dann wirklich der erste Moment, wie ich zum ersten Mal die CD in der Hand gehabt habe, das ist so surreal, aber so wunderschön. Und wir haben wirklich unglaublich viele Songs geschrieben. Und es schaffen es aber von diesen, weil man natürlich ein Top-Produkt dann haben will, nur wenige aufs Album. Dann haben wir auch ein paar Top-Songs von richtig coolen Songwritern bekommen. Und ja, aus dem Ganzen entstehen dann 14 Songs und natürlich beim Einsingen und so gibt man sich halt da nur mal extra viel Mühe, dass das Gefühl dann auch zu hören ist. Also eben bei einem traurigen Lied im Album habe ich eben diese Tonbox auch wirklich blärt. Denn alles wird vergehen. Und genau daraus wird er für die LT1-Zuseher dann am 31. Dezember singen. Normalerweise sagt man, solche Ideen entstehen am Stammtisch. Das ist aber nicht so bei uns. Bei uns ist da unten im Kaffeehaus, also in unserem neuen Café, was wir da haben, wo ja alle wieder mal zusammengesessen sind und gesagt haben, was machen wir Silvester in dem Jahr, wo es die Musik auch gar nicht so einfach haben. Und es gibt ja das Neujahrskonzert, das berühmte Neujahrskonzert, wo alle vor dem Fernseher sitzen am 1. Jänner Vormittag und wir fangen aber schon am 31. Dezember mit einem Neujahrskonzert, das dann über den 1. drüber geht und zwar nicht mit Klassik, sondern mit einem jungen Talent. Wird nicht nur der Sänger da sein, sondern eine ganze Band, also wird irrsinnig viel Tontechnik reingebaut, damit es dann wirklich auch, wenn man vom Fernseher sitzt, sich richtig anhört wie in einem Konzertsaal. Laut wird es halt erwähnen, aber das ist in dem Fall eh wurscht. Das wird auch der Startschuss sein im neuen Jahr für eine ganze Serie unter dem Namen LT1 Studio Gigs. Wir werden vor allem mit oberösterreichischen Künstlern zusammenarbeiten, mit Newcomern, aber auch mit bereits sehr bekannten Bands, da sind wir schon in Verhandlungen. Wenn Alexander Eder nicht gerade Alben und Hits produziert, dann arbeitet er an sich und wie unschwer zu erkennen ist, an seinem Körper. Alexander Eder, 21 Jahre und Single. Ich muss dich loslassen. Nein, gibt es keinen an meiner Seite. Ich bin Sigi und ja, momentan haue ich mir einfach so viel in die Musik rein und investiere so viel Zeit. Und wenn es passiert, dann passiert. Wie soll denn die Dame sein, die dein Herz erobert? Ah, das kann man so gar nicht sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach ein liebes Lachen. Eine Frühaufsteherin wäre von Vorteil. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr in der Früh auf und gehe gleich nach einer kurzen Runde meditieren, gleich laufen oder trainieren. Und das mache ich wirklich täglich. Ich war früher eben voll die Nachteile und habe immer bis 3, 4 in der Früh gearbeitet und noch musiziert. Und bin dann aber am nächsten Tag immer voll schwer aufgekommen und voll schwer in den Tag reingekommen. Und mein Bruder hat mir ein Hörbuch geschenkt
Und das heißt der 5-Uhr-Club. Und da geht es eben darum, dass man, wenn man einen guten Morgen hat, startet man einfach perfekt in den Tag rein. Und die ersten Monate, wie ich das gemacht habe, die ersten paar Wochen waren sehr hart. Und habe aber dann eigentlich total gemerkt, was für Steigerung das ich zusammengebracht habe. Im Sportlichen, Musikalischen, ich kann mich besser konzentrieren. Mehr über den Rising Star gibt's dann hier bei LT1 live vom Konzertsaal ins Wohnzimmer.